Jetzt kommt Bewegung rein, so heißt der ÖBB Kreativwettbewerb und heute war die Jury-Sitzung. Ab sofort können Sie unter www.öbbrail.at Ihr schönstes Objekt aussuchen und erküren. Sind Sie mit dabei und suchen Sie die kreativsten Züge und Busse des Landes aus. Ja, wir wünschen viel Spaß in diesem Sinne. Jetzt kommt Bewegung rein, ÖBB Kreativwettbewerb. Lieber Manfred, so pünktlich war der Zug noch nie und auch so kreativ. Was machst du da? Du organisierst einen Kreativwettbewerb namens RailAd 2011. Heute hier bei der Jury-Sitzung. Was erwartet denn die kreative und Werbewirtschaft der Nation jetzt mit deinem RailAd 2011? Die ÖBB befördert 460 Millionen Passagiere im Jahr. Und wir wollen jetzt noch eins draufsetzen und die Kreativen des Landes herausfordern, und die Werbemöglichkeiten, die ÖBB zur Verfügung steht, bekannt machen und alle Kreativen auffordern, hier ihre Kreativität einzubringen. Wir sind überrascht in der Jury von diesen genialen Einreichungen. Besagter Ölstoast, ein fahrender Toast, der Passagiere noch dazu befördert. Oder Kulturvereine, Theater, Musical Cats hat jetzt eine Taurus-Lok gebrandet. Es ist unglaublich, wie sehr sich die Kreativen des Landes mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und die Jury wird es schwer haben, hier wirklich die Besten zu küren. Wie viele Busse und Züge beklebst du im Jahr? Das ist unterschiedlich. Heuer sind es sehr viel, mit Tendenz steigend. Vorwiegend werden die Busse genommen, die Flughafenlinien sind. Ich schätze jetzt einmal so an die 20 bis 30. Ich bin mittendrin im Juryprozess, kann mir einen großen Überblick zwar schon verschaffen. Natürlich sind die Einreichungen auf einem sehr hohen Niveau. Es geht nicht nur um Kreativität, es geht auch um andere Faktoren wie Technik und wie Dialogfähigkeit. Die Frage zu dem Abstandshonorar, natürlich ist das eines unserer Kernthemen, vor allem was den öffentlichen Bereich betrifft. Sehr häufig finden wir nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern auch in den Landeshauptstädten Ausschreibungen vor, wo überhaupt kein Bewusstsein dafür vorhanden ist. Im privaten Bereich ist es so, dass wir hier Bewusstseinsarbeit machen und den Unternehmen und Institutionen einfach erklären, was hinter kreativer Entwicklung steht, wie viel Aufwand und was es bedeutet, Höchstleistungen zu bringen. ÖBB Technik und kontrollieren, ob das, was da heute eingereicht wurde, auch technisch umsetzbar ist. Gibt es schon Dinge, wo wir sagen, die gehen auf keinen Fall? Also bis jetzt war eigentlich alles mit Abstrichen umsetzbar. Es gibt zwar kleine Punkte, wo man sagt, das müsste man vielleicht in der Tiefe betrachten, da müsste man schauen, was sagt der Eigentümer zum Beispiel. Darf man euch das außer Acht lassen? Der Personenverkehrseigentümer muss zustimmen. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Kreativität sind technisch bei der ÖBB keine Grenzen gesetzt. Also im Prinzip kann man es so sagen, es gibt zwar Grenzen, die über dem Fahrzeug sind, unter dem Fahrzeug, also da muss man aufpassen, aber sonst können sie eigentlich kreativ sein. Die Folien sind speziell entwickelt worden für die Verkehrsmittelwerbung und zeichnen sich aus durch die Eigenschaft, dass sie halt sehr einfach wieder zu entfernen sind, aber auch sehr einfach und sehr schnell zu verkleben sind. Das ist sehr wichtig, weil dadurch auch die Standzeiten der Fahrzeuge reduziert wird und das ist natürlich Geld. Was lässt sich denn kreativ auf einem Bahnhof alles anbieten? Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Also ich bin im Zuge des Westbahnhofprojekts dort Projektleiter und wir gestalten das komplett neu. Und wir haben dort sowohl von Screens auf den Wänden, genauso wie normale klassische Plakatwerbung. Wir haben am Boden die Werbung mit den Folien aufgeklebt. Es bietet sich auf den Bahnsteigen die Möglichkeit an, aber auch außen auf der Fassade. Das heißt, ich sage, hier sind alle Sachen offen. Ja. Also aus meiner Sicht ist nicht nur das Thema um den Christian Kern neu, sondern ich glaube, das, was relevant ist, ist, dass man sich ganz intensiv bemüht, auf den Kunden hinzuschauen und zu schauen, was hat der für Probleme, was interessiert den oder wo hat er auch Vorurteile, Stichwort Pünktlichkeit, die nicht am Punkt sind und die man korrigieren kann. Und das Zweite ist, die ÖBB gilt noch teuer, was im europäischen Vergleich ja überhaupt nicht stimmt. Und wenn ich mir jetzt anschaue, gerade die Reaktion der aktuellen Sparschiene Österreich, dann glaube ich, ist man da auf einem sehr spannenden, sehr guten Weg. Ich war überrascht. Also es waren manche Kreationen, die waren wirklich toll, die waren beeindruckend, die waren sehr stimmig zum Werbemittel und zur Zielgruppe. Also
um Einzelnen herauszugreifen. Das Produkt wurde inszeniert am Bus oder auch wirklich sehr passend zum Taurus, die Lokomotive, also wo wirklich Kraft und Stärke und Dynamik ganz plakativ dargestellt wurde. Also war ein schönes Projekt. Es werden nicht direkt die Züge bedruckt, sage ich mal, es werden natürlich Folien oder digital gedruckt und der Kreativität ist damit natürlich Tür und Tor geöffnet worden. Und man sieht es ja auch hier bei dieser Präsentation, dass tolle kreative Lösungen angeboten wurden. Ich bin begeistert mit der Unterstützung meiner Jurymitglieder. Sie verhalten sich nämlich also höchst vorbildlich. Also offenbar haben die alle was gelernt oder stellen sie unter dem Thema Universität was vor, was auch heißt, pünktlich und zeitgerecht zu sein. Passt auch zur ÖPP, Pünktlichkeit, zeitgerechtes Ankommen. Sind eben auch ein paar schneller fertig. Gleichzeitig ist es gut vorbereitet. Es ist fantastisch, dass wir in so kurzer Zeit 60 Einsendungen bekommen konnten. Also mit dem haben wir beileibe nicht gerechnet und es ist trotzdem ein tolles Ergebnis, wie kreativ die Werbewirtschaft ist und wie viel Gedanken man sich über diese Medienformen machen kann. Wir sind nicht nur zufrieden, wir sind vor allem sehr, sehr überrascht, wie kreativ die Werbewirtschaft hier unsere Werbeflächen, die ja sehr vielfältig sind, mobile, immobile Werbeflächen rund um das Thema Mobilität eingesetzt haben. Und wir sind schon sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.